Am Schluss hat die Kraft nicht mehr ganz gelangt. Beim letzten Auftritt an der Heimweltmeisterschaft im Bronzematch gegen Kanada haben die Schweizer den Kürzeren gezogen. Enttäuschung also über die verpasste Chance oder doch Freude über das Erreichte? Vierter Platz in einer WM, das ist eigentlich eine super Leistung. Aber für mich ist sogar die Enttäuschung noch vom Finnland-Spiel da. Die ist sogar noch ein bisschen grösser. Es war halt schwierig nachher so einer Niederlage gegen Finnland. Nachher noch ein Spiel gegen Kanadier zu machen. Zu Ende gegangen ist das Halbfinalspiel gegen die Skandinavier mit einer frustrierenden Niederlage in der Verlängerung. Der Nico Hischier hat in diesem Match aber auch die Premiere gefeiert. Er hat zwischenzeitlich 3-4 Anschlusstreffer gemacht und damit sein erstes Goal an einer U18-WM geschossen. Ja, es war sicher ein super Gefühl. Ja. Es hat mich gefreut, aber so wie sie sofort auf die Bank und hat gesagt, ja, jetzt ist 4-3, jetzt müssen wir weiter. Und es ist noch alles möglich. Es waren noch 2 Minuten zu spielen. Und nachher eben mit dem 4-4, das war ein super Feeling. Und ja, am Schluss eigentlich kommt es nicht darauf an, wer die Goals macht, sondern Teamleistung zählt. Und dass er da den Ausgleich geschossen hat, ja, das war das Team. Ja. Der 16-jährige Stürmer, der beim SC Baden spielt, war der jüngste im Schweizer Team. Die Kenner haben vom Talent von Nico Hischier schon länger gewusst. Aber mit dem WM-Aufgebot ist der Nordischer auch in den Fokus von einer breiteren Öffentlichkeit gekommen. Das gehört zum Hockey-Business so, dass die Medien nachher aktiv werden. Aber ich versuche das immer ein bisschen auszublenden eigentlich und mich immer noch auf das Hockey zu konzentrieren. Euch das in der Summe als bester Schweizer Spieler mit Jahrgang 1999 bezeichnend und schon als zukünftiger NHL-Profi sehend, beeindruckt der Hischier kaum. Er will nur eins, Hockey spielen. Für anders bleibt da kein Platz. Ja, das ist noch schwierig. Ich spiele eigentlich meistens vielleicht ein bisschen PS oder bevor im Fernsehen. Aber sicher, wenn ich neben mir bin, mache ich sicher auch etwas Zusatz. Das braucht es. Und ja, die Schule ist halt da noch und eigentlich nur Schulsport. Und, ja. Jetzt gibt es für den Nico Hischier das erste Mal ein paar Tage Erholung vom Hockey. Verdient hat er das der Oberwalser WM-Debütant auf jeden Fall.